Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Eine kleine Mini-Pause von, glaube ich, 3 Tagen liegt jetzt hinter euch. Und jetzt geht es weiter. Ich hoffe, ihr habt es ertragen. 3 Tage Pause von Kingdom Come. Ja, wir wollten uns kurz noch, vielleicht ein Stündchen, aufs Ohr hauen, bis wir dann diesen geheimnisvollen Ritter treffen. Ich glaube, unsere Kammer war hier die mittlere. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Ja, ich glaube, das war sie. Genau, hier, wo es so schmuddelig war, wo die Blätter reingeweht wurden. Ja, lass uns schnell eine Stunde schlafen. Ich hoffe, wir kommen da nicht zu spät. Aber ich denke, eine Stunde ist okay. Dann steigt unsere Energie wieder ein bisschen. Wir sind offenbar... Hatten wir heute früh nicht ausgeschlafen? Ich weiß gar nicht mehr. So viel passiert seitdem. So. Vielleicht hätten wir sogar noch 2 Stunden schlafen können. Okay. Ich weiß gar nicht, reicht überhaupt 1 Stunde, um die Energie ein bisschen aufzufüllen? Ja, reicht. Erstmal die erste Erschöpfung ist weg. Heinrich hat gewissermaßen so eine Art Powernap gemacht. So, jetzt aber auf zum Weiher. Es ist absolut Dämmerung. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hatte. Nach der Dämmerung? Während der Dämmerung? Na, wir werden es sehen. So, wir gehen mal hier durch die Büsche. Ist das der... Nee, das ist die Sasau. Der Weiher muss da vorne sein. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber okay, wir sind gut gerüstet. Unsere Sachen sind in bester Ordnung, denke ich. Wir könnten uns im Zweifel, glaube ich, auch gut verteidigen. Nicht zu vergessen, dass wir einen neuen Helm haben. Ich hoffe, er kennt uns wieder. Ja, ich meinte, es werden nicht so viele Leute hier in der Dämmerung am Weiher stehen. So, auf welcher Seite des Weihers denn, sag mal? Hier ist auf jeden Fall so ein kleiner Pfad. Ah, ich glaube, da steht er schon mit seinem Pferd. Wir haben unser Pferd jetzt gar nicht mitgebracht. Nicht, dass er schon wieder hier so ein Wettreiten unternehmen will. So, du geheimnisvoller Ritter, hier bin ich. Ulrich. Also, hier bin ich. Was willst du mir sagen? Ich lockte dich hierher, da ich einen Aufruhr in der Schenke vermeiden wollte. Verzeih, allein zu kommen, war ein Fehler. Dein letzter Fehler. Okay. Lass uns doch nochmal reden. Wir versuchen es mal. Warte. Du willst dein letztes Gebet sprechen. Also gut. Aber mach es kurz. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich wüsste nur gern den Grund für den Überfall. Haben dir deine Spießgesellen nicht gesagt, weshalb du mich verfolgen sollst? Spießgesellen? Was redest du da? Ich bin auf Herrn Ratzig Kobillas Geheiß hier. Ratzig Kobilla? Ich verstehe nicht. Ich suche nach den gefälschten Münzen. Wie ich hörte, haben diese Männer sie in dem Wagen transportiert. Als ich dich bei den Köhlern sah, nahm ich an, sie hätten dich geschickt. Nein, keineswegs. Dann haben wir dasselbe Ziel. Ich bin schon eine geraume Weile hinter den Fälschern her. Mein Name ist Ulrich. Nun ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kobilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Okay, das ist ja eine hochinteressante Entwicklung, Leute. Gut, dass wir nicht voreilig das Schwert ergriffen haben. Wer war es denn? Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeiffer. Wenn du Herrn Ratzig dienst, musst du ihn kennen. Ich denke, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeiffer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück.
Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Gewissermaßen so wie wir. Also schön, Ulrich. Belassen wir es dabei. Ulrich und Heinrich. Sag mir, was du über die gefälschten Münzen weißt. Kennst du Passau? Nein, was ist das? Eine Stadt in Bayern. In Passau blüht der Handel. Alle Währungen des Abendlandes wechseln dort ihren Besitz. Verstehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte. Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich? Ja, er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Ja, ist tatsächlich, also so ein zweiter Heinrich, ne? Bloß ein bisschen in die Jahre gekommen. Okay, das erklärt zumindest den Hintergrund. Insofern bin ich jetzt nicht mehr ganz so misstrauisch. Wir fragen trotzdem mal. Ich meinte, jetzt nochmal zu fragen, für wen du arbeitest, ist auch blöd. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Im Kloster? In einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Das ist ja abgefahren. Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr? Nein, leider nicht. Okay, soweit verstanden. Was mit Meinhard geschehen ist, wissen wir jetzt schon. Das brauchen wir nicht nochmal fragen. Solltest du mich nicht zu Pfeifer begleiten? Nein, ich muss in Sasau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Na gut, insgesamt klingt die Geschichte irgendwie sehr glaubwürdig. Mir ist jetzt irgendwie keine Lücke oder so, keine Widersprüchlichkeit aufgefallen. Ich würde mal sagen, wir glauben ihm. Wir haben ja auch ein Dokument. Im Prinzip war es das ja, was wir sollten, das herauszufinden. Insofern erstmal okay soweit. Na schön, ich begebe mich zu Meister Pfeifer. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann. Okay.
Gut, wir haben einen Kodex-Eintrag über Münzbeamte. Das können wir uns doch mal durchlesen. Das mittelalterliche Münzsystem beschäftigte zwei hohe Beamte, deren Aufgabe darin bestand, die Münzprägungen zu überwachen und Fälscher zu bestrafen. Einer dieser Beamten wurde vom König bestimmt und seine Position war vererbbar. Der zweite Beamte wurde vom böhmischen Adel gewählt. Vernachlässigte man in dieser Position seine Aufgaben oder ließ es gar zu, dass fehlerhaft oder minderwertig geprägte Münzen in Umlauf gerieten, drohten schlimme Strafen, in schweren Fällen sogar die Todesstrafe. Okay. Vielleicht ist er möglicherweise im Auftrag so eines Adligen unterwegs, der dafür verantwortlich ist. Gut, sein Pferd lässt er hier mal eben stehen. Okay. Was ist denn das für ein Pferd? Wir können es uns mal angucken, ob es besser ist als unser. Schaut euch das mal an. Was für ein erbärmliches Pferd hat dieser Typ. Gott, wir sind so viel jünger und haben jetzt schon ein besseres Pferd. Pah, du bist ja ein... Außerdem gehst du langsam. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir werden uns jetzt erstmal zur Ruhe legen. Wir haben ja doch wirklich einiges hier hinter uns an diesem langen Tag. Wir sind ja auch schon ziemlich erschöpft. Und dann können wir uns gerade mal überlegen. Ich glaube, wir können jetzt ein bisschen durchatmen. Wir müssen auf jeden Fall nach Rattay zurück. Aber vorher werde ich, glaube ich, mal alle diese ganzen Dinge, die wir hier in Sarsor noch erledigen wollten, versuchen zu erledigen. So nach und nach systematisch. Und was mich erfreut, hier sind ja noch die Leute in der Kneipe. Das ist ja sehr schön. Wisst ihr was? Ich glaube, wir werden noch ein kleines Spielchen machen. Einfach nur so aus Freude, dass wir die Sache jetzt hier erledigt haben. Der Wirt platziert sich jetzt hier. Das sind einfache Bürger. Ich hoffe, ihr habt mit mir die Geduld, jetzt noch ein kleines Spielchen zu machen mit Vitus. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich würde gern würfeln. Lust auf ein Spiel? Sehr schöner Sternenhimmel. Wir wollen wieder das Maximum. Dass man nicht mehr setzen kann, aber klar, das wäre wahrscheinlich zu einfach. Mit diesen ganzen gefälschten Würfeln. So, den verpönten Würfel. Ach, den wollten wir immer noch verkaufen, habe ich ganz vergessen. Die setzen wir ein, bestätigen das Ganze. Und da geht's los, Leute. Mal gucken, was geht. Gott, ewig nicht mehr gespielt, ne? Wir nehmen mal nur die 1 Punkte und fortfahren. So, wieder nur eine 1 und 2 Fünfer. Wir riskieren es mal. Und noch nur eine 1. Los, komm, jetzt gehen wir mal richtig ins Risiko. Wir haben, glaube ich, noch nie verloren. So, und jetzt ist es aber schon soweit. Kein Glück, 0 Punkte. Wird das möglicherweise unsere erste Niederlage mit 2 gefälschten Würfeln? Also, wenn wir verlieren sollten, dann hat er aber auch gefälschte Würfel. Dann schmeißen wir den Tisch um. Und rammen ihm ein Messer in den Hals. Weil er ein Betrüger ist. Vorbei. Okay, er hat mitgenommen. 350. So, jetzt müssen wir aber was vorlegen. Ja, 3 Einser, 4 Einser. Perfekt, Leute. Wunderbar. 2000. Woo! Punkten und passen. Strike. Tja. Mit Profis spielen macht keinen Spaß. So, Leute, jetzt aber ab in die Betten. Das war noch ein schönes, spätes Vergnügen. Wir haben auch glatt hier die Tür aufgelassen. Unfassbar. Entschuldigt, habe ich noch ein Buch an Bord? Ich glaube nicht, ne? Die sind alle ausgelesen. Aber jetzt ist ja mal Zeit, unsere Sachen so ein bisschen anzuschauen. Das kann man ja gerade abends noch im Kämmerlein tun. Schaut mal, das... Ach nee, das ist 98. Na egal, machen wir trotzdem. Schmiedeset ist alles okay. Rüstungsset. Ja... Die wollten wir die behalten? Ich bin mir nicht ganz sicher, oder ob wir die verkaufen wollten. Ich muss mal gucken. Schuster-Set. Ah ja, unsere Reiterstiefel, die können wir verbessern. Und die Leisetreter. Okay, was? Ich guck mal ganz kurz hier rein. Wir wollten noch viel mehr Kram verkaufen, fällt mir gerade auf. Ja Gott, wir haben ja so viel noch zu verkaufen. Richtig. Das andere würde ich reparieren, ja. Machen wir das mal so. Schmiedesets haben wir noch ohne Ende.
Ah, hier. Gräser und Kräuter, aber da sind wir nicht gut genug, ich erinnere mich. Okay, Leute, dann gehen wir zu Bett. Und dann ist morgen, können wir mal wieder unsere schöne Kleidung anziehen und werden Sasau besuchen. Ich will mal nicht so früh aufstehen, weil dann immer noch nicht so viel los ist. Schlafen wir mal bis 8:30. Wir könnten auch mal direkt wieder ins Badehaus gehen. Uns vergnügen. Das ist jetzt so ein bisschen für Heinrich vielleicht mal ein Day off. Jetzt gewissermaßen. Dieser Tag in Sasau, nachdem er jetzt wieder erfolgreich war. Und hier so ein wichtiges Dokument bekommen hat. Und ein Mitstreiter. Da hat ihn seine Redekunst doch tatsächlich gerettet. Er musste nicht in dieses merkwürdige Duell. So, wunderbar, ausgeschlafen, herrlich. Ein neuer Tag beginnt und jetzt machen wir uns erstmal stadtfein. Die Waffen legen wir so weit es geht ab, nur das Knappenschwert. So, dann die üblichen Sachen, das kommt alles weg. Genau, die Lederhandschuhe ziehen wir an. Armschienen, das alles ist nicht schön, das ist schön, das nicht. Und die modischen Schlappen natürlich. So, so sieht unser Heinrich aus. Wobei, wir haben ja so viel Geld, wir können durchaus mal gucken, ob wir nicht nochmal irgendwann, wir müssen auf jeden Fall demnächst mal wieder eine große Einkaufstour machen. Da ist er übrigens. Von wegen, der hat hier so viel zu tun, der hängt hier nur rum und trinkt Bier, schon am Morgen. Unfassbar, Ulrich. Fresken, achso, den haben wir auch schon getroffen. Gut, hier haben wir erstmal nichts zu tun. Ins Kloster müssen wir mit Sicherheit auch nochmal. Diese Geschichte mit diesem Steinbruch, das ist hier auch in Sasau. Aber wir gehen erstmal runter nochmal zur Stadt. Hier, glaube ich, war nichts. Die Geschichte mit dem Moldawit, das müssen wir auch noch klären. Das ist auch hier in der Nähe. Ich denke, das sollten wir auch demnächst mal angehen. Mal sehen, wenn wir diesen Stadtgang hier erledigt haben, können wir das vielleicht mitklären. Dann diese Blumen vom Grab, diese Sache müssen wir machen. Elias müssen wir finden. Dann, na mal sehen. Wir gucken uns das erstmal hier noch ein bisschen näher an. Achso, wisst ihr was, wir müssen nochmal mit dem Schmied sprechen, wegen dem Schwertteil von Saba. Kuppenberg ist weit und fern, drum bleibe ich hier, mein... Hör auf. Gott sei mit dir. So. Genau. Ich suche nach den Bruchstücken eines Schwertes, die ein Pilger aus dem Heiligen Land verkauft hat. Hast du davon gehört? Natürlich, natürlich. Und? Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was dafür geben. Und ich bin kein Narr. Du vielleicht? Aber wenn der Pilger lügen würde, wäre das eine Sünde. Sei nicht so leichtgläubig. Der Bastard hat das Heilige Land nie gesehen. Außer vielleicht auf einem Fresko. Ja, okay. Also hast du das nicht oder was? Ich dachte, du hättest das auch gekauft. Ich guck nochmal, ob er das möglicherweise hier doch irgendwie hat und ich habe es übersehen gehabt. Scherbe ist ja aber was anderes, ne? Das ist, so heißt das Kurzschwert. Edle Hufeisen. Wartet mal, der hat hier doch noch interessante Sachen, die wir vielleicht kaufen können. Sehr schön. Aber er hat auf jeden Fall, wie es aussieht, nicht dieses Ding. Ja, wer hat das denn? Hat er es nicht... Warum zeigt er mir die edlen Hufeisen nicht an? Gibt es da irgendwie Voraussetzungen? Beschleunigen, Trab und Kante. Ich würde mal sagen, wir kaufen jetzt diese edlen Hufeisen. Da, ich glaube, reicht jetzt ein, heißt ein, einmal für vier? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Wir feilschen natürlich. Lässt sich was am Preis machen? Bei dem Preis sollten wir feilschen. Versuchen wir es. So. Ich glaube, der ist uns irgendwie wohlgesonnen. Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. Oh, das war relativ deutlich. Ja, das ist doch okay.
In Ordnung. Gut, dann will ich das mal gleich testen, wie ich das jetzt benutze. Ist das jetzt schon automatisch dem Pferd zugeordnet? Irgendwie nicht. Wo ist es denn jetzt? Bei Sonstiges vielleicht? Wert? Wo befindet sich das Ganze? Es war ja eigentlich hier bei Rüstung, ne? Ja, tatsächlich, da haben wir die. Ich hatte da schon mal Probleme. In die Satteltasche und ich glaube, dann kann man es anlegen. So, und jetzt? Ja. Ausrüsten. Sehr cool. Geschwindigkeit von 49 auf 60. Wow. Das wird uns helfen bei unseren Überlandritten. Sehr, sehr gut. Sagt mal, aber das mit dem Schwertteil, das finde ich jetzt noch unbefriedigend, die Antwort. Er hat gesagt, jeder Schmied hat was irgendwie bekommen. Vielleicht sein Handwerksgeselle? Nee, von dem können wir nur was stehlen. Ich spreche ihn nochmal an, das kann doch nicht sein. Obwohl, das ist grau. Okay. Sie weiß davon auch nichts, oder? Nee, sie weiß auch nichts. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Oder es kann auch sein, dass der ihm das verkaufen wollte und der einfach nichts genommen hat. Und der Typ hier noch rumsitzt mit dem letzten Teil. Und den haben wir doch in der Kneipe haben wir den noch getroffen. Das war doch der. Da stand Scharlatan. Ich vermute, der war's. Der war das. Wer ist das denn hier? Der steht hier so komisch rum. Hey. Ist nur ein Bürger. So, ich hoffe, dass schon Leute in der Kneipe sind. Vielleicht der Scharlatan auch. Hier wurden wir ein bisschen aufgehalten, weil wir den Scarletzer Pfarrer hier direkt getroffen haben, was ja auch wirklich merkwürdig war. So, schauen wir mal. Der Scharlatan sitzt leider hier jetzt nicht mehr. Ärgerlich. Ärgerlich, vielleicht des Abends kommt er zurück, wenn alle hier rumsitzen. Und Elias ist ja auch nicht, aber ich red mal mit dem Wirt, ob der Elias kennt. Gott sei mit dir. Genau. Ich suche hier nach einem zwielichtigen Kerl, der Elias heißt. Aus Merhoyet? Ja, den kenne ich. Heute habe ich ihn noch nicht gesehen, aber er kommt fast täglich her. Er taucht bestimmt auf. Ah, hab vielen Dank. Gut, müssen wir später nochmal zurückkehren. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Bestimmt nicht. Gut, das ist also nicht der Fall. Aber mir war so, ich habe doch hier was gesehen. Ne? Ah, das ist weiter hinten. Hier ist ein Questgeber. Na gut, wir gehen auf jeden Fall mal die Straße weiter. Wir haben hier einen Bäcker noch. Den gucken wir uns nochmal an. Hat er noch nicht auf? Alle Läden werden hier einmal besucht. Das gehört sich so. So, was hast du denn Feines? Ich hätte auch beim Spiel, glaube ich, verkaufen können. Ne? Da habe ich wieder nicht richtig gehandelt. Ja, das sind diese schönen Sachen, die mir so schnell... Oh, verdammt, wir haben Hunger. Wisst ihr was? Wir kaufen uns mal ein schönes Brot, ein Brötchen und einen süßen Pfannkuchen. Und das essen wir dann mal direkt. So, Nahrung, Brot, Essen, Brötchen, Essen, süßer Pfannkuchen, Essen und die Innereien, die sind schon vergammelt. Wir sind Sattheit 87, das ist doch in Ordnung. Wer sitzt hier hinten? Die Ladenwache. Die Ladenwache ist nur da, weil es Rollenspieler gibt, die gerne einfach so das ausnutzen und die Läden ausräumen. In der Realität glaube ich nicht, dass sie hier so maximale Ladenwachen haben in jedem kleinen Pupsladen. So, Rapota, wer bist du denn? Da ist diese kleine schöne Kirche von Sasau. Wir haben den Krämer gesehen. Der hier im großen Hof. Regnet das schon wieder? So, Herr Krämer, was ist los? Niemand da? Doch hier. Okay. Irgendwas Besonderes im Angebot? Das Übliche. Zwiebeln, Wasser, Melonen, Branntwein, Met. Nichts Besonderes. Ich hoffe, ihr verzeiht es, wenn ich hier mal kurz die Geschäfte abklappere. Reine Neugier.
Schaut mal, hier haben sie die Wand abgestürzt. Das scheint keine gute Maurerhandwerk gewesen zu sein. Da ist der Schneider. Oh, wisst ihr was? Da gucken wir mal. Erstmal, ob wir noch was verkaufen können. Nee, da gucken wir vor allem mal, ob wir noch irgendwie eine edle Kleidung, eine edlere, als wir jetzt schon haben, bekommen. Das passt ganz gut. Aber vermutlich in Rattay gibt es, glaube ich, die beste Ware, oder? In Sasau vielleicht? Hm? Naja, wir reden mal. Gelobt sei Jesus Christus. So, haben wir was zu reparieren? Ich glaube nicht. Ich gucke auch nochmal. Nee, haben wir nicht. Wir hatten ja das eben schon getestet, aber ich glaube, wir brauchen eh noch ein neues Schneiderset, ne? Immerhin, das können wir dann handeln. So, aber wir gucken... Ah, schaut mal. Ich gehe mal hier gleich bei den teuersten Sachen vorbei. Ein Pourpon aus Brokat. Wow, Leute. Der ersetzt aber, wenn ich es richtig sehe, die Google. Den ziehen wir über. Okay. Oh mein Gott, 2400. Ein edler Hut. Der ist aber... Oder ein Jupon? Wir müssen das mal kurz vergleichen mit unser Google. Das ist ja der Slot hier. Die hat ein Charisma von 16. Der hat eins von 17. Ist jetzt nicht so der Hammerunterschied. Aber dieser Pourpon aus Brokat, der hat es mir angetan. Charisma von 20. Oh mein Gott. Es ist fast schon so ein bisschen zu fett. Aber Leute, wir haben es doch, oder? Und der, dieser Hut ist ja auch der Hammer, oder was? Wie ist der denn? Charisma 20. Und unser Chaperon hat Charisma 16. Auch das wäre eine Hammerverbesserung. Also beides ist zu fett jetzt. Beides ist zu fett. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Pourpon aus Brokat an. Das ist doch geil. So, den nehmen wir. Dann verkaufen wir gleich mal unsere edle Google. Ja, ich weiß das. Und wir müssen aber auch, glaube ich, noch ein großes Schneiderset dazu kaufen. Unser ist, glaube ich, fast schon erschöpft. So, Warenkorb prüfen. Wir zahlen 2400. Natürlich falschen wir. Besprechen wir den Preis. Guck mal, sieht jetzt ganz nackig aus. Ist gut. So viel Umsatz hast du doch lange nicht mehr, oder? So, jetzt wollen wir aber ordentlich was runterhandeln. Einverstanden? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Ja. In Ordnung. Wow. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich für ein Einzelobjekt hier in diesem Spiel schon mal so viel Geld ausgegeben habe. Jetzt regnet es auch noch. Und wir haben... Oh komm, wir stellen uns erstmal unter. Wir haben jetzt dieses schöne schmucke Teil gekauft. Wir haben es noch nicht mal gewaschen. Müssen wir mal kurz machen. Ich wollte ja eigentlich noch ins Badehaus. Das habe ich aber irgendwie... Bin ich, glaube ich, dran vorbeigelaufen. So, jetzt aber ausrüsten. Oh Mann. Gott. Heinrich. Man erkennt dich kaum wieder. Du siehst ja jetzt besser aus als alle Adligen zusammen, die wir hier bisher gesehen haben. Gut. Oh, hier steht auch jemand. Okay. Oh, wie fies. So ein Apfel da. Oh, so ein Apfel darunter gelegt. Oder was ist das? Dem Verurteilten zu trinken geben. Nee, macht Heinrich nicht. Hatten wir ja schon mal. Was entsetzte Reaktionen bei den Kommentatoren hervorruft. Aber so ist er. So, Leute, wir machen erstmal Schluss. Erkunden dann weiter Sasau und ich weiß nicht, ob wir auch an diesem Tag oder am nächsten kümmern uns dann um diesen verunglückten Händler, der verschollene Händler, der noch diesen Edelstein hat für das Burgfräulein. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir von hier aus noch erledigen müssen. Aber jetzt erstmal Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.